In der letzten Folge haben wir sehr viel Äste entrindet und Bäumstämme, ne? Und ein paar Löcher schon mal gegraben fürs Licht. Und wir müssten theoretisch gesehen hier da jetzt jedes Mal noch ein tiefer bauen, dass wir den zack, 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 dass wir hier auf jeden Fall jetzt gleich einmal. Ach, hier fehlen noch ein paar. 1, 2, 3, warte mal, 4 Stück, ne? 1, 2, 3, 4, das heißt genau da, wo die Fackel ist. Da kommt noch einer hin, das heißt wieder 1, 2, 3, 4 und dann da wieder. 2, 3, 4 und dann hier wieder. 1, 2, 3, 4 und dann hier. Und dann 1, 2, 3, 4 und dann hier. Zack, wunderschön. Wunder, wunderschön. So, jetzt müssen wir das hier noch alles fertigstellen. Da haben wir, da haben wir, da haben wir auch. Hier wird doch hier auch. Hier jetzt noch nicht genau. Da können wir noch einmal abbauen. Wunderschön. So, das heißt, jetzt können wir auch nicht so. Sondern so und so. Jetzt die Frage, wenn ich jetzt so platziere. Ja, da platziert er die Lampe. Ja gut, dann können wir das eh nicht. Doch, wir können das vielleicht so machen, ne? Also die hier runter und die in die Offhand. Da können wir so machen und so. Ne, geht auch nicht. Gut. So. Das heißt, wir können es auch eigentlich so machen, dass wir jetzt einfach hier so einmal rundlaufen und einmal komplett beleuchten. Zack, zack, da ist noch nicht drin. Dann kommt da rein, da auch noch nicht, hier auch noch nicht. Wunderschön, wunderschön, wunderschön. Zack, zack. Huch, ich wollte doch gar nicht einsammeln. Das Holz ist mir doch egal. So, zack, jetzt können wir hier nämlich einmal so machen. Und für Screenshot machen wir das so. Und so, machen wir mal einen Screenshot hier live in die Folge. Mal wieder. Da wisst ihr nämlich jetzt wieder, wann ich das aufnehme hier. Das habe ich schon wieder viel verraten, ne? Super schön. Naja. Zack. Dann hier weg und da haben wir schon weg. Das heißt, hier können wir auch die Fackeln wegnehmen. Genau, hier können wir auch die Fackeln wegnehmen. Hier sind wir nämlich. Ah ne, warte, hier wollten wir wahrscheinlich auch nochmal Fackeln hinsetzen. Zack. Zack, zack. Und dann dort. Noch ein paar Lampen und hier noch eine Lampe. Falls wir das theoretisch gesehen nicht zubauen. So, dann haben wir hier, die Fackel kann weg. Die Fackel kann da bleiben. Das weg, das weg, das weg. So, und jetzt können wir ja theoretisch die Sachen können wir reintun, hier so wegschmeißen. Wunderschön. Und jetzt brauchen wir quasi nochmal Bricks. Bricks, Bricks, Bricks. Zack, zack, zack. Dann können wir nämlich hier jetzt einmal die ganzen Wände zubauen. Und können hier jetzt zubauen, genau. Ja, können wir zubauen. Ja, warte mal, wir können. Ja, die Ecken, das können wir gleich zumachen. Dann können wir das nämlich zubauen. Dann ist das nämlich schon mal zu. Und ja, dann sieht das auch schon mal schön aus. Ja, wunderbar. So, und dann können wir das hier machen. Wunderbar, hier kommt ja Blackstone rein, da kommt ja quasi Blackstone bis oben hin. Das heißt ja, jetzt können wir gerade abreißen, weil da kommt ja Blackstone rein. Da kommt ja Blackstone rein. So, und dasselbe können wir jetzt hier auch nochmal machen. Hier müssen wir ja nur zubauen. Hier müssen wir nur zubauen. So, und dann können wir hier nämlich
Den hier zusetzen, wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Warte, wir können auch gerade hier den so bauen und dann können wir hier den hier fertig machen. Dann haben wir das doch schon mal ein bisschen dekotechnisch ein bisschen schöner gemacht. Keine Bricks mehr, haben wir schon wieder stackweise an Bricks verbraucht. So, das sollte reichen. Dies sollte reichen. Genau, hier auch noch. Da auch noch, da auch noch, da auch noch, da auch noch, da auch noch. So, hier lassen wir das Ende, das kommt dann irgendwie später dran. Ja, was jetzt halt wichtig wäre, ist die Decke. Da brauchen wir, was brauchen wir denn dafür? Quarz. Wir glauben uns einfach mal den hier. Hallo. Was ist denn das? Smooth Quartz Lab. Wo haben wir denn Smooth Quartz Labs? Ich habe doch keine Ahnung, wo haben wir denn sowas? Irgendwo in der Nähteabteilung vielleicht. Wie mache ich denn Smooth Quartz Labs? Kann ich die nicht einfach so Quartz Labs und hier sind nochmal Smooth Quartz Labs. Kann ich die nicht einfach hier in dem Stone Cutter machen? Quartz Labs, wie mache ich denn Smooth Quartz? Muss ich die erst schmelzen? Ja, definitiv. Zuerst in den Ofen schmeißen. Das heißt, wir müssen erstmal ein bisschen Quarz, Block auf Quarz, in den Ofen schmeißen. Was ist das für einer? Das ist ein Smooth Quartz Block. Okay. Das ist gut. Das ist auch gut. Dann können wir die nämlich auch nochmal hier reinschmeißen. Und wir können jetzt ja eigentlich theoretisch gesehen den hier mal kurz auf Dauer einschalten, dass der hier jetzt dauerhaft anfährt, damit wir die Blöcke kriegen. Fährt er noch? Ja, der fährt noch. Gut. Gut, der fährt noch. Der fährt noch. Dann können wir nämlich auch noch mal ein bisschen Paper hier machen. Genau, erstmal Paper. Wir können auch mal ein bisschen Zucker da reinschmeißen, dann haben wir auch ein bisschen Zucker schon mal hier dran. Zack, 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 wunderschön. Wunder, wunderschön. Ja, so, jetzt müsste er ja ein bisschen gleich durch sein, ne? Jetzt dürfte der gleich mit dem, weiß schon, hier mit dem Sand das erste Mal durchkommen. Ja, da ist der Sand durch. Und da ist er. Hallo, ich will doch nur hoch. Nee, das war doof. Da. Ja, gut, ist noch ein bisschen Platz. Also wir müssen noch nicht durchgehen. Ja, der baut sich auch nicht langsam auf, das ist gut. Ja, trotzdem können wir den nochmal fahren lassen. Weil den Sand wollen wir sowieso schmelzen, ne? So, und dann können wir Smooth Quartz Lab fahren. Ich hoffe mal, das schickt. So, ich hoffe mal, das reicht. Ich weiß es nämlich nicht. Die Frage ist jetzt, wie werden wir uns so eine Art Brücke bauen? Also können wir jetzt so eine Brücke bauen oder nicht? Also, dass wir halt hier so, weil wir können ja hier nicht dauerhaft springen, dann können wir ja nur jeden einzelnen Block hier machen.
Das heißt, im Prinzip wäre schon wichtig, hier zu gucken, wie weit wir quasi das Ganze auskleiden müssen. Wir müssen quasi da, wo Kisten sind, schon mal nicht auskleiden. Das heißt, wir müssen ja quasi hier das hier auskleiden. Wir könnten auch hier einfach mal sagen, wir machen das mal so. Wenn wir das so machen, beziehungsweise noch eins tiefer, dann können wir nämlich nachher noch darunter durchsprinten und bauen einfach mal so eine kleine Brücke hier hin. Einfach mal so eine kleine Brücke. Können wir auch gerade durchbauen. Das sind schon ein paar Stacks, die wir hier brauchen. Wenn wir jetzt schon ein Stack hier gebraucht haben an Blöcken zum Rüberbauen, dann jo, dann haben wir genug. Genug, was wir brauchen. Und des Weiteren müssen wir zwei Stück, das heißt da. Und dann theoretisch gesehen die Blöcke. Und dann kann man hier nämlich wunderschön das Ganze so machen. Wunderbar. Dann haben wir doch hier schon mal ein kleines bisschen Decke drin. Das war schon ein Stack. Gut. Das heißt, wir werden noch sehr viel mehr Quarz brauchen. Nee, das ist doof. Das ist doof, den müssen wir da wegreißen. Wir müssten auch mal hier genau den Block zusetzen. Das geht, das geht, das geht, das geht. Super, wunderschön. Und so können wir jetzt einfach mal zack, 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 Blöcke hier setzen. So, warte mal, jetzt können wir ja auch kurz gucken. Zwei. Das heißt, theoretisch gesehen da. Das war's schon. Das war schon, das war schon. Huch, das wollten wir nicht. Aber wir kommen ja zum Glück hier hoch. Warte mal, den wollen wir noch mitnehmen. Die wollen ja keinen verlieren. Zack, zack, wunderbar. Und ich würde sagen, den Rest machen wir dann auch weiter in der nächsten Folge. Ich würde sagen, Wind. Ne, stopp, der ist falsch. Wenn es dir gefallen hat, dann lass ein Pussy Bad und da Kommentar würde ich mich echt drüber freuen. Genauso wie ein Abo. Abonnieren ist kostenlos und ist nur ein Klickchen da, wenn du dich sowieso schon angemeldet hast. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Bis morgen. Ciao, Leute.